Romanus, komm, wir machen eine Aufstellung. Mr. Bitcoin. Ja. Wir haben gegen diese Gashis, also Balkan-Syndikat, noch gestern geschossen. Wieso? So kleine Fights mäßig. Aber wieso? Die wollten aber geschossen. Ich weiß nicht, wie waren an das Schleichfeld. Ich kann Ihnen das gleich erklären, wenn ihr da ist. Und also. Ey, was passiert mit unseren Dings? Warum machen wir so viele Kills gerade? Gegensätzlich. Also auf jeden Fall, Waldet meinte, Tarek geht Grace, ja? Wer? Ja, das meinte Waldet zu mir gestern. Und wo weiß er, dass die Grace gehen? Tarek geht Grace? Ja, das hat Waditim gesagt. Also Waditim hat stolz gesagt oder irgendjemandem erzählt, dass Tarek zu denen geht jetzt, keine Ahnung. Also so hab ich gehört auf jeden Fall. Stolz hat er das gesagt. Also hat Waldet mir erzählt, ja? Wir können ja Waldet anrufen, falls er wach ist, dann kann er es ihm selbst erzählen. Wieso Waldet? Woher will er das denn wissen? Ich weiß nicht. Das hat er mir so auf jeden Fall erzählt. Bestimmt oder keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich verstehe. Wo sind die anderen, Maros, Diego? Die meisten kommen um 19 Uhr, 19.30 Uhr und da sind noch was dessen gegangen. Weil wir waren schon seit heute Mittag da, wir haben gegen Gashis geschossen. Wir waren ja noch bis morgens da. Und sie wurden von denen umgeschossen, ne, Mr. Bitcoin? Die haben uns das erzählt. Also wir haben Litecoin da abgelassen an der Schleife und dann wollten wir herstellen gehen und dann haben wir gesehen, wie die auf Litecoin geschossen haben. Und im Endeffekt haben die uns quasi verraten, dass sie von denen umgeschossen wurden. Ich wurde von denen umgeschossen? Ja. Und dann waren wir noch Waffen herstellen. Wir haben ihn während die Kali waren, haben die ein Wort gegeben, dass die, wenn die rausgehen aus Kali, gehen zu Grace. Ich kenne seinen Namen nicht, der hat so blonde Haare. Hat dann gesagt, ja, das ist unsere Route, geht jetzt runter, wir knallen euch sonst um. Wer war das? Und ich weiß nicht, wie der heißt. Und da meinte er, die Waffen, die wir heute hergestellt haben, gehört ab sofort Kanon, waren seine Wortlaute. So, dann wurden wir lauter. Dann habe ich gesagt, so, ey, hast du schon mal eine Übergabe mitgemacht? Oder bist du seit gestern hier? Die 12er müssen sich treffen und eine Übergabe wird mit Lichtern gesagt, so, dass jeder seinen Weg machen kann. Und er hat darauf beruht, zu sagen, so, ja, die Waffen, die wir heute hergestellt haben, dass es denen gehört. Später bin ich dann nochmal zu denen am Wesen gefahren. Ja, hat das gesagt? Ja, aber ich weiß nicht, ob der Typ was zu sagen hatte. Das war hat gar nichts zu sagen, das war irgendjemand ein Versager. Und die anderen beiden haben dann mir zugestimmt, die da waren. Die meinten auch, stellt so lange her, bis die 12er rennen. Also dann haben wir das geklärt. Gut, ich muss sowieso nochmal mit Kanon reden. Hermanos, kennt jemand von euch diesen Cousin, der da draußen steht? Mhm. Aha, da auf den. Wer schickt mir jedes Mal irgendeine Chucha mit Tanga, Mierda? Wer macht das? Schick mir das, ja. Ah, guten Abend. Dein Arsch werde ich mir nehmen. Dein Kuhle gehört mir. Du Haufen Scheiße, der du bist. Ich werde kommen und deine ganze Familie verbrennen und dann lachen. Da brennt ihr nieder. Bis gleich. Ihr seid tot. Mr. Bitcoin, warte mal kurz. Na. Bevor du jetzt auflegst, diese Telefon, bitte warte kurz eine Sekunde. Ich glaube, wir haben da noch was zu klären. Warte mal, wer bist du ich hier? Ich glaube, gestern... Ich bin Jonas, ich habe mich umgezogen. Ah, okay. Ja, was haben wir denn so klar? Wieso reden Sie mir eigentlich nach? Gut, wir treffen uns. Bis gleich, wir kommen zu dir. Kommen Sie bitte zum Anwesen. Aber ohne... Was ist das denn? Ich schicke das jetzt mal. Okay. Digga, ja, was für eine Scheiße ist das denn? Wie kriegt man hier die ganzen Airdrops? Keine Ahnung, mir da irgendeiner macht hier irgendwelche sexy Bilder! Hört auf mit der Scheiße! Alle haben Hände draußen. Okay, hör mal zu, Hermanus. Setzt euch mal in die Autos, wir fahren jetzt zu Arschis. Mein Diamant, mein Löwe. Nenn Eli noch einmal dein Löwe, Mirda, und ich schieß dir in die Fresse. Er meinte Lupe, wieder. Lupe. Hast der du Lupe. Gerade Lupe zu ihm gesagt? Löwe. Achso, okay. Nicht Lupe. Ach, der Löwe. Mr. Bitcoin, ich glaube, es gibt da was zu klären. Definitiv. Hermanus, nimm mal alle Waffen raus. Nie alle Waffen rausnehmen. Ja, so bin ich beruhigter. Denn gestern, als meine Leute hier in der Schleife waren, habt ihr auf die geschossen. Ich will gerne wissen, warum. Sie haben tatsächlich einfach meinen Jungs erschossen. Das kann nicht sein. Doch, das kann sein. Und dann habe ich, ich lasse nicht meine Jungs umschießen. Ja, dann schieße ich zurück. Was heißt das? Ja, nichts. Was soll das heißen? Das heißt, du hast auf mich geschossen? Ja. Du hast auf mich geschossen? Für meine Familie mache ich alles. Na gut, dann richte ich euch jetzt hin. Was für Hinrichtung? Das ist deine Hinrichtung. Schießt auf eine Masse. Wieso hat er... Der... Aber was wollt ihr da? Ich dachte, jetzt kommen irgendwie 30 Leute noch von den Dächern. Nee, dachte ich auch irgendwie. Ey, verteilt euch mal. Okay, es kommen noch 30 Leute von den Dächern. Ich hol ihn mir! Wo ist der? In Rolle. Ab ihn.
Oh, der runterfällt. Nice! Oh mein Gott! Kommt her! Kommt her, ihr Arschis, Mierda! Kommt her, ich schieß euch in die Fresse, Mierda! Wer richte ich dich nicht in Mierda? Natürlich richte ich euch in Mierda! Kommt her! Ah. Hab noch einen. Boah, Lightcoin, Mierda, wenn du wüsstest, was ich mit denen gemacht hab! Ich war doch da, ich hab's gesehen. Ach, scheiß auf dich, Mierda. Und dann, wenn du mal coole Sachen machst, guck mal, Mr. Bitcoin Discord, gesagt, schau mal die Clips. Ich scheiß auf deine Clips. Ich will nichts mehr von denen angucken. Gesagt, ich scheiß auf dich. Wenn das hier fertig ist, machen sie das. Komm her. Ego, du bloß. Man kann da nicht drüber, man muss hier natürlich erst. Natürlich kann man drüber, alles gut. Ja, erst auf diese Pflanze. Ah, oh nein. Oh, oh nein. Ja. Hilfe, Jungs. Nein, oh. Nein. Oh. Ich rolle wie Loco. Ah. Gashi, hörst du mich auf dem Boden? Hola. Ja, ich hör dich. Wie geht's dir, mein Sohn? Mir geht's einigermaßen. Hm. Gut. Gashi? Valdet? Valdet? Gut, dass ich stabilisiert hab. Valdet? Ja. Was war das? Was war was? Ja, was war das, ey? Was war das? Sorry. Was denn? Schau mal, ich sag dir ehrlich, wie es ist. Ich geb dir einen guten Ratschlag. Mach mal deinen Mund zu. Hola. Wie mach mal deinen Mund zu? Ich? Ich hab meinen Mund gar nicht offen. Ja, du. Ah, sorry. Nein, das bin gar nicht ich, hallo. So, dich lasse ich jetzt hier alleine ausbluten. Bleib dir warum? Mano, machst du Schattenboxen? Man kann den nicht drücken, Mr. Bitcoin. Wen denn? Da ist doch niemand. Ey, was passiert hier, doch, oder? Da ist einer. Hier ist keiner. So. Wie, doch, da hier liegt doch einer, genau hier. So, ihr könnt da nicht hoch, Jungs. Schenk mir mal deine Aufmerksamkeit, Mano. Genau bleib mal bei hier. Mir. Kannst mal was Neues nehmen von deinem Anwesen. Ihr schießt mich gestern um. Ja. Ihr schießt mich heute, versucht mich wieder umzuschießen. Ja. Mit welchem Recht? Mit genau dem Recht, wie du auf meine Leute schießt. Ja, aber Hermano, ich bin Mr. Bitcoin, du bist Valdet Gashi. Mir ist scheißegal, wer du bist. Ja, aber das kann dir nicht scheißegal sein. Schau mal, was ich mit dir mache. Ja, das ist also. Ja, dann auch mal Scheiße fressen, Gashi. Ich werde Scheiße fressen, aber ich werde nicht vor meinen Augen meine Leute abknallen lassen. Willst du, dass die Sache vorbei ist? Will ich. Gut, 25 Millionen. Was für 25 Millionen? 25 Millionen, zahl sie mir. Ich zahle dafür keine 25 Millionen. Gut, 10 Millionen. Auch nicht. Okay, jetzt. 5 Millionen? Das ist auch zu viel, Mr. Wettbewerb. Okay, jetzt halt deine Fresse, schau mal, ich will gar keinen Cent von dir. Aber damit du mal siehst, was für ein kleiner Köter du bist. Gestern hast du es noch auf Call getan, ich wollte 30 Millionen von den Kanons zahlen. Ja, damit euch... Hey, lass mich reden, halt deine Fresse. Du wolltest angeblich 30 Millionen. Den Kanons geben und mir dann die Route zurückgeben. Heute willst du nicht mal 5 Millionen für Frieden zahlen. Okay, hören Sie jetzt mal zu. Hören Sie jetzt mal zu, Mr. Bittner. Okay, ich höre dir ganz genau zu, Hermano. Was du gesagt hast. Was ich ihm 8 Uhr morgens gesagt habe. Es ist doch nicht. Es ist scheißegal, ob ich 30 gezahlt hätte oder 15. Schau mal, Albo hat mich angerufen. Albo hat mir alles gesagt. Was hat Albo denn gesagt? Albo hat mir alles gesagt. Albo hat ein Blatterhaut. Wie, der hat dir alles gesagt? Was redet der? Albo. Ja, Mr. Bittner. Komm mal zu deinem alten Anwesen, Hermano. Versichern Sie mir, dass ich da... Die liegen alle tot am Boden, dir passiert nichts hier. Mega. Ich suche einen Ja, ich hab den schon stabilisiert, aber... Bei mir ist der hier oben. Das ist mein Sohn. Wir haben die bis morgens weggeknallt, nur Mr. Bitcoin und heute Mittag. Ja, Mirza, ich hab 2 alleine geholt gerade. Ja. Ich bin runtergefallen vor denen, ich lag auf dem Boden, die schießen auf mich. Ich stehe auf und schieß beiden in den Kopf. Die wollen aber heute einen richtigen Fight machen. Mr. Bitcoin. Warte mal, Hell? Bitcoin! Der Hell? Ja! Warte Herr mal. Bitcoin, kommen Sie. Hell? Ja! Wer bist du? Ich hab dich irgendwie eingespeichert, aber ich weiß nicht, wer du bist. Medik kommt. Herr Bitcoin, kommen Sie mal zum Anwesen am Nackoyum. Bitte. Ist wichtig. Sofort. Motherfucker, wer bist du? Lakshu kommt zum Anwesen jetzt am Nackoyum. Ich übernehme den Laden hier, wenn du jetzt nicht sofort rankommst. Hermano, hast du schon mal Pinkel in deinen Mund gehabt? Hermano, sag nicht Hermano, dies, das, ich bin Abu Hill, komm jetzt zu deinem Anwesen, aber sofort, ratzfatz. Mr. Bitcoin. Okay, gut, alles klar, bis gleich. Ja, sehr gut, und mach hin und bring mir einen Chai mit, Lakshu. Was ist das? Hören Sie mich. Ich höre dich. Eben gerade, Selena hat mich Krankenhaus gebracht und irgendwelche Leute waren da, die wollten mich umbringen. Ich weiß nicht, woher die das alles wussten. Aber die waren anders angezogen als Gashis. Ich weiß halt, ich habe halt mit gar keinem hier eigentlich ein Problem. Und sie versichern mir, dass ich hier sicher bin. Komm mit. Da unten auf dem Boden, der mit der Maske. Das ist Valdet.
Ja, ich kenne ihn. Waldet, du darfst ruhig meinen Gast begrüßen in meinem Haus. Escobar, danke dir. Hallo, Albo. Ey, Essen. Einen wunderschönen guten Abend, Waldet. Was hast du zu erzählen, Albo? Aber du willst, was du ich hab ein bisschen viel zu erzählen, Bro. Fang mal ehrlich. An. Du musst erstmal wissen, ich war immer zu dir korrekt, okay? Ich wollte nie, dass du irgendwelche Probleme wegen mir bekommst. Aber gestern habe ich eine Nachricht bekommen von Ricardo, dass du anscheinend Waldet-Team erzählt hast, dass ich, dass du Fitner machen wolltest, dass ich irgendwie auf Waffenroute gehen will und irgendwie Waffen herstellen will, dies, das. Nein. Und dort ist Informationen, was du nicht haben solltest. Was für Informationen, die ich nicht haben sollte? Hallo. Hola, Albo. Schaut mal, weißt du, ich weiß gar nicht, was ich mit dir machen soll, Waldet. Ehrlich. Kann in einer Pistole. Ich sag dir ehrlich, wie es ist, ich bin mit euch verzweifelt. Ich habe, und das sage ich dir so, wie es ist, ich habe keine Geduld für euch. Und deswegen glaube ich, werde ich einfach, das Einzige, was ich mache, ist, euch wirklich den ganzen Tag niederschießen. Ich will nicht mit euch reden, ich will mit euch nichts zu tun haben. Ihr lügt mich den ganzen Tag an. Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Nein, hast du nicht. Doch. Das heißt ja, alle lügen. Alle 38 Millionen Menschen, die zu mir gekommen sind, lügen, außer du. Mr. Bitcoin, gucken Sie, dieser Albo hier, der... Den habe ich geblattautet. Ne? Warten Sie, Mr. Bitcoin, ich kann Ihnen MOB bringen. Wissen Sie, warum ich Albo geblattautet habe? Ja, aber hat mir auch weil gesagt, der auf Routen von anderen Familien geht. Ja. Ja, und Albo, und kannst so du reden? Wollen Sie dann glauben? Entspann dich mal. Waldet, bitte, sei leise, Bro. Du liegst öfters am Boden als du. Ja, Manu! Ja, halt, schau mal, ich komm gleich und töte dich. Aber hey, warum ist Albo hier? Mach hier den. Der Tisch ist schon feucht und wenn er jetzt nicht noch feuchter werden soll, bewegt sich jetzt er hier lang. Das ist ein komischer Mensch. Der hat uns angefleht, dass er noch bleiben kann. Jetzt redet er so. Na klar. Schick mir mal einen Standort. Ich hab noch nie jemanden angefleht. Ja, ich sitze auf deinem Wohnzimmertisch. Ich schick dir Standort, Amenakoyum. So, Albo, erzähl mal. So, frag mich nicht. So, ich erzähl dir alles jetzt, weil. Waldet versucht immer, egal was passiert, egal in welcher Scheiße er liegt, was Waffen du schiebt alles auf mich. Okay, okay. Immer heißt es Albo Ortega, immer heißt es Albo Ortega. Und zwar, ich war bei Gashis, ich wurde geblattoutet. Die Informationen, die ich haben muss, habe ich aufgeschrieben und habe ich auch per SMS bekommen von einigen. Und zwar, als ich bei Gashis war, sie mussten ja ihre Schulden allgemein abarbeiten. An Waffen, was sie hergestellt haben. Sie haben ihnen, glaube ich, so 3 Tage, 4 Tage Zeit gegeben, um, keine Ahnung, ein paar Teile aufzusammeln. Was sie gemacht haben, sie haben die Teile aufgesammelt, was sie brauchten, aber sie haben viel mehr aufgesammelt, viel, viel mehr. Und dann LKWs sind dann wahrscheinlich in den Minen versteckt und allgemein damit Waffen hergestellt. Und das kann ich ihnen zu 100% zeugen und sagen. Was habe ich dir da immer gesagt? Was habe ich dir da immer gesagt? Wenn ihr Waffenteile wegpackt, kriegt ihr ein Blattout. Das hast und du wer gesagt, war der Einzige, der Waffenteile weggepackt hat? Du und Rivera. Darf ich kurz? Ja, erzähl mal. Ich habe gar keine. Als du mir gesagt hast, komm mal, als du mir gesagt hast, du suchst nicht die Waffenhersteller, du erstellst keine Waffen her, habe ich weder Waffenteile gesammelt, ich danke und dir, eingepackt, Dank. Noch Rivera. Haben wir dich 100 Mal vor dem Blattout gerettet? 100 Mal nicht. Das ist auf jeden Fall gelungen. Das waren genau 3 Tage. Aber das stimmt, du hast gesagt, das stimmt, ne? Dass Waldet zu hart zu dir ist, ne? Dass er dich auf nichts aufgeben lässt, ne? Genau, das hat er gesagt, damit er selber nicht erwischt wird. Er hat gesagt, ich will nichts mehr mit Kalis zu tun haben. Und ich will nicht, dass Kalis irgendwie darauf kommt, dass ich irgendwie Waffen erstelle. Ja, lach ruhig. Dein Wort hat gar kein Gewicht mehr, Waldet. Bruder, du wurdest überall geblattet. Ich will niemanden, Bruder, ja, okay. Du warst ein Tag bei Grace, die haben dich geblattet, weil du wahrscheinlich auf Waffenroute wieder warst. Marco, danke schön. Weil Waldet nicht im ist. Mr. Wittgen, Sie können Waldet fragen, warum ich ein Blattout bekommen habe. Das können Sie ruhig fragen. Und die Waffenteile, die in meinem Privatlager sind, das waren die Wochenabgabe von Grace, die ich abgeben sollte. Und Peter sollte das ausholen, hat er aber nicht geschafft. Das hat mir Rivera erzählt. Hat gerade schon wieder 15 Subsessions. Genau, und ich kann Ihnen ein paar Notizen erzählen. Erzählst du mir ziemlich vieles. Erzählst du mir vieles, aber ich vertraue Ihnen auch so 100%. Okay. Genau, was ich Ihnen sagen will, was selber Waldet gesagt hat, zu Ihnen hat er wahrscheinlich gesagt, dass er 600 Waffen hergestellt hat, aber zu mir, ich weiß nicht, ob das stimmt, das ist schon sehr, sehr hart, wenn er es geschafft hat, so 100 Stunden im Waffenhersteller da zu sein. Er hat insgesamt 6000 Waffen hergestellt und er hat immer noch Waffen. Er hat Waffenteile in seine Mullen. Ob Sie mir glauben oder nicht, mir ist es absolut hier egal, aber ich will nur eins sagen, ich habe nichts mehr diese Waffen mit Waffenroute zu tun, ich habe weder Teile und ich habe genau 2 Waffen, die ich von Grace habe. Mehr habe ich nicht. Hast du eben gerade gesagt, dass er Waffenteile hat? Ja, doch, doch. Die Waffenteile, die in meinem Lager, in meinem Privatlager, im Fraktionslager ist, das sind
die Teile, die als wir bei Grace Handel den Deal hatten, wo wir das als Woche abgeben mussten. Und genau einen Tag auf Waffenroute und am nächsten Tag hat Kanon bei uns und haben gesagt, dass ab jetzt Waffenroute denen gehört. Sie haben noch gefragt, warum immer alles gegen die Garshis spricht. Ja. Weil immer solche Heuchler wie ein Albo kommen und ihnen irgendwelche Lügengeschichten erzählen. Was für 6000 Waffen. Er sagte doch gerade, er weiß nicht, ob er aber er hat es erzählt. Das Ding ist, das ist auch krass, dass mir gesagt wurde. Ich weiß schon, Digga, dass ich hochlegen wollte oder Minecoin wollte, aber das waren seine Worte, was ich gehört habe. Er meinte, ich habe nicht 600, sondern 6000 Waffen. Und ich finde das auch krass, also da musst du wirklich hunderte Stunden auf Waffenhersteller sein. Aber wann habe ich dir das gesagt, bitte? Das ist eine Frage, die ich mir stelle. Ey, diese 5-6000 Zahl, die ist doch schon seit langem im Umlauf, Mann. Aber du redest ja mit der Waffenherstellerfamilie, die wissen ja, wie viele Abertausende Stunden Arbeit das ist. Warte. Wo habe ich dir das erzählt und wann? Sag mal. Da waren wir im Auto auf jeden Fall, soweit ich weiß. Du warst mit Lucky, ich und wir drei waren im Auto. Schau mal. Hört mal zu. Nein, Albo, du brauchst gar nichts mehr zu sagen. Schau mal, okay. Es kann sein, dass vielleicht die Hälfte, was du sagst, nicht unbedingt wahrheitsgemäß ist. Aber die andere Hälfte reicht für mich aus. Gashis, ich gebe euch hiermit eine Sanktion. Ich sage euch nur eine Sache. Und das meine ich so, wie es ist. Ich habe euch vom Herzen eine zweite Chance gegeben. Und ich habe es befürwortet, dass ihr versucht, hier als Familie zu stehen und euer Ding zu machen. Ich habe in den Tafelrunden nichts gegen euch gesagt und jetzt ist die Zeit vorbei. Ich gebe dir hier mein Wort, dass du in dieser Stadt mit dieser Familie nicht ein bisschen Fuß fassen wirst. Ich werde dich Tag und Nacht. Ich werde drei Hermanos dafür von mir bereitstellen, die nur dafür zuständig sind, euch zu erschießen. Und lassen die von euch am Leben, blatterte ich meine Kalis, die euch am Leben lassen. Ich werde dich auf Grund und Boden stampfen, Hermano. Du bist der größte Lügner. Mit dir rechts an deiner Seite, diesen Kaki oder Lucky. Ihr seid eine ekelhafte Heuchlerfamilie und ihr habt mein Vertrauen missbraucht. Mehrere Male. Und kein Mensch braucht euch. Und deswegen werde ich euch entfernen. Ich habe keinen Bock mehr. Spuck Gashi ins Gesicht und geh. Nimm deine Maske runter, Gashi. Ey, wenn du dem ins Gesicht spuckst, bist du ein... Das mach ich so. Das mach ich gern. Nimm deine Maske runter, Waldet. Ey, Albo. Nicht mal ein Kali kann dich davor retten, was passiert mit dir, wenn du das machst, ne? Ist mir egal. Kannst du machen, was du willst. Das Problem ist, 80 Jahre egal was passiert, kein Spaß mehr. Spuck mich an, nicht Waldet. Spuck mich an. Geh mal weg hier. Albo, du bist unwichtiger, ne? Wenn du das machst... Komm mal, das, egal was passiert, dass ihr so wenig Eier habt und das alles auf meinen Namen kommt. Das ist doch gar kein Problem. Deswegen habt ihr es verdient. Digga, du bist ein Thema, Digga. Niemand hat über dich geredet, niemand juckt dich, finde ich. Hier, Gashi, du bist ein Dreckiger. Du bist ein sehr Dreckiger, okay? Lauf mir hinterher, mein Hund. Komm. Einfach ein Clown geworden. Mach mal, mein Hund, komm. Ein Clown, was du bist. Immer. Was ist der Bitcoin? So ehrenlos bin ich auch nicht. Okay, ich werde keinen Menschen auf dem Gesicht spucken, das hatte ich auch nicht vor. Ich hätte dich sowieso aufgehalten. Aber ich möchte, dass du ihnen einen Leberhaken gibst. Dafür brauchst du das. Hey Albo, du wirst hier instrumentalisiert, Bruder. Kali hat deinen Rücken nicht, wenn die hier weg sind, ne? Du bist alleine. Ich weiß, es ist mir komplett egal. Aber er braucht meinen Rücken, soll ich dir sagen, wieso? Ihr werdet keine Zeit haben, diesen Mann zu jagen, weil wir damit beschäftigt sind, euch zu jagen. Oh, Mr. Bitcoin, ich werde genug Zeit haben, ihn zu jagen. Macht ihr da gar keine Sorgen. Kannst du weil du auch machen. Um 11 Uhr auf der Waffenroute bist, sie? Nein, aber ich frage mich, wie jeder uns erwischen konnte, aber die Kalis nicht einmal. Wie kann das sein, Mr. Bitcoin? Und sie glauben auch noch jedem. Wir haben noch Fotos von euch auf der Route. Wir haben doch Fotos von euch auf der Route. Wir haben Fotos. Bitte, diese Fotos, bitte. Mr. Bitcoin, ich schicke mir ein Foto. Man hatte auch von Mahomes Fotos, wie er beim PD war mit einem PD-Heli und das hat auch keinen gejuckt. 4x9. Kann ich kurz eine Nummer schicken? Ich brauche hier eine Nummer. Ja, schick 4x9. Man sagt immer, ja, wir waren auf der Route, aber kein einziges Mal hat uns irgendeine erwischt. Weil du bekommst doch keine Kalis wach sind, laber keine Scheiße. Genau, Bruder, genau. Das wird sein. Natürlich schicken andere Leute uns Bilder, wo wir nicht da sind. Alles gut. Diese Bilder habe ich nicht persönlich selber gemacht und beim letzten Video sieht man, dass das ein weißes Auto ist und ob man und die Garage richtig erkennt. Das habe ich selber persönlich gemacht. Persönlich, mit meiner eigenen Hand habe ich die Fotos gemacht. Das Foto, was du mir geschickt hast, Albo? Das Foto, was ich dir geschickt habe.
Du bist also wirklich ein Holzkopf, ne? Weil das ist John, der da herstellt. Du Vollidiot. Man sieht dein weißes Auto beim einen okay, aber beim anderen nicht. Vollidiot. John hat weiße Autos, ist dir klar, ne? Oh mein Gott, ist der dumm. Du Vollidiot. Das ist damit, ich denke, er hat sich einfach selber gefickt, Junge. Was ich hab dich hier gar nicht gefickt. Rede auch wenn, bitte. Okay, dann warte es nicht, aber trotzdem, es gibt genügend Beweise, dass ihr Waffen habt. Geh mal jetzt rum. So, Waffen ein. Oh, scheiße, was für ein. Ah, sorry. Oha. Oha, oha. Oha. Vicky, Vicky. Wen haust du hier eigentlich? Abu, Abu. Na, dich. Ich habe gerade ein Foto bekommen, wo einer auf ihr Tisch sitzt, ja, mit roter Oberteil, glaube ich. Hau ihn, Albo! Hau ihn! Und zum Anwesen. Fick ihn! Leid, dann fesselt mich für mithauen. Oh nein! Er hat mich gefesselt, Digga! Ich will mithauen. Hallo! Ja! Gut, ich hab keine Kabelbinder mehr. Jetzt geht mal vor, geht mal durch die Tür dahin. Jeder einzeln, Anderle. Los, ja. Aua! Anderle. Lauft! Gute Reise! Das war das Ding. Seid oder so. Komm, wir fahren hier weg. Nimm diesen Album mit. Herr Bitcoin, wurde langsam Zeit, dass Sie hier auftauchen, Amenakoyum. Packen Sie erstmal das Messer weg. Wir machen Kier, ne? Was? Wir machen weißt Kier. Weißt du, was Kier auf Kordisch heißt? Nein. Setzen Sie erstmal hin. Kommen Sie, wir reden jetzt erstmal ganz entspannt. Ja, natürlich. Setzen Sie sich, komm. Nehmen Sie Platz, gehen Sie aus dem Wo, links her, perfekt. Herr Toni, wenn Sie uns mal was zu trinken bringen würden? Aber wenn nicht, auch alles gut. Ganz meine Chance, Leute. Für Bitcoin, ich habe gehört, Sie machen hier Probleme. Sie machen ein bisschen dies, ein bisschen das, ne? Das ist alles langsam ein bisschen viel. Versuch mal das Wort Reh auszusprechen. Reh. Wie? Reh. Reh? Ich habe ja gesagt, wir machen Reh. Übrigens, Sie müssen nicht so auf der Kante sitzen, ne? Sie können sich, aber alles gut. Ich meine, die ganzen Schaulustige, Herr Bitcoin. Ich dachte, das wird ein Gespräch zwischen Männern, Armen nach Koyum. So. Herr Bitcoin, ich sag's Ihnen, wie es ist, ne? Ja. Aktuell, Sie machen ein bisschen zu viel Stress draußen. Sie müssen sich mal ein bisschen zügeln. Sonst muss ich wiederkommen. Verstehen Sie, was das Problem ist? Nein. Überall schießen die, schießen das. Das funktioniert so nicht mehr in Zukunft. Wenn Sie nicht wollen, dass wir hier in Zukunft Probleme miteinander kriegen, dann reißen wir jetzt ein bisschen zusammen, ne? Sie müssen hier mit den Leuten machen. Haben Sie das verstanden? Natürlich. Sie... Amenakoyum, Sie sind quasi da unten und ich bin da oben, Amenakoyum. Und Sie müssen sich auch freuen, dass ich für Gespräche herbekommen bin und mir Zeit für Sie nehme, Amenakoyum. Herr Bitcoin, was liegt Ihnen eigentlich so auf der Seele? Jetzt, wo ich schon mal hier bin und mir für Sie auch mal Zeit nehme, sagen Sie mal, was ist los? Was bedrückt Sie, dass Sie so viel Stress daraus machen, Amenakoyum? Die Frage ist, was für Stress mache ich denn? Ja, Sie schießen rum. Mal hier, mal da. Wo denn zum Beispiel? Glauben Sie, wir beobachten Sie nicht? Herr Bitcoin, wir sehen alles. Sie müssen mich auch nicht anlügen, Amenakoyum. Ihr seht nicht alles. Wir sehen alles, da können Sie sicher sein. Hm. Sonst wäre ich jetzt nicht hier, ne? Wo arbeitest du denn? Ich, überall. Können mich Boss nennen, Amenakoyum. Und ich sag's Ihnen, wie es ist, um jetzt hier mal langsam auf den Punkt zu kommen, wird Zeit für ein bisschen Schutzgeld. Sie sollten Abgaben tätigen. Ah, guck mal, seine Schuhe, die sehen aber, als ob er die falsch macht. Ich möchte mich langsam in den Ruhestand begeben, weil dieser ganze Stress, ich halte das alles nicht mehr aus. Und deswegen bin ich hier, um ein bisschen was abzuholen, ne? Hm. Also, was haben Sie denn dabei? Brauchst du Geld? Ja, am Nakoyum. Hast du Autos, Hell? Nein. Hast du Geld? Nein. Hast du Waffen? Nein. Steh mal auf. Wenn Sie bitte sagen. Bitte. Wir reden gleich. Aber denken Sie, wir haben... Oh. Wir wollten doch eigentlich hier machen, ne? Im friedlichen Verhältnis. Natürlich. Warum nehmen Sie mir denn jetzt beide Sachen ab, Herr Bitcoin? Das gehörte so aber nicht zum Plan, ne? Ja, das stimmt. Ey. Ist egal. Notfalls, ich sag's mir, wie es ist. Sollen Sie es haben? Ich brauche das sowieso nicht mehr. Geben Sie mir das Geld...
Und zwar sofort, ne? Hm. Das Schutzgeld. Und dann können wir das Ganze friedlich klären. Ja, dann nehmen wir mal die Waffen runter. Also meine, ne? Können wir erstmal Danke sagen, dass ich ihnen die gegeben habe, arme Nackoyung. Ja, klar, klar. Das ist es ja, das meine ich ja. Sehr gut, sehr gut. Dass wir uns da auch einig sind. Mhm. Also aber Sie können mir das auch einfach überweisen. Ah, das geht so einfach? Ja, ja. Klasse. Steuern sind nicht so mein Ding. Steuern sind nicht so dein Ding. Nein, nein, nein. Muss ja keiner wissen, ne? Ich bin ja auch hier, um Ihnen Gefallen zu tun. Der wäre? Na, dass wir das zwischeneinander klären, ne? Bevor meine Jungs kommen müssen, bevor alles kommen muss, kläre ich das mit Ihnen. Ja, schießt gut, ne? Schießt gut. Gucken Sie, und wo das ist, ist noch viel mehr davon. Männer, Ausrüstung, alles. Und deswegen, Sie wollen ja keinen Streit mit uns haben. Deswegen bin ich hier, um das mit uns zu klären. Wer seid ihr denn? Wir sind die Macht, Amena. Die Macht. Ihr heißt die Macht, Amena? Die über allem steht. Nein, nein, das ist, wissen Sie, ich bin Abu Hilpatron. Und deswegen sage ich immer Amena Koyum. Okay, was kann ich jetzt genau für dich tun, Abu Hilpatron? Ich brauche Sie Schutzgeld. Wie ist deine Nummer? Das ist die 266. Ihr Mann. Jetzt raus aus meinem Haus. Ich sag dir, wie es ist. Ja, das ist ja. Mehr haben sie nicht? Nein. Und ich sag dir, wie es ist. Ich brauche auch Mitnutzungsrechte fürs Anwesen, ne? Aber das können wir auch von anders klären, notfalls. Nimm mal diesen Abo-Hill mit und setz ihn mal am Mount Chiliad ab. Okay. Darf ich noch ein, zwei Worte sagen? Nicht vor dem. Nein, nein. Typen. Nicht. Sagen Sie nichts. Herr Bitcoin, wir sehen uns. Danke, dass Sie kooperiert haben, ne? Schick mir ein Bild von Ihnen am Mount Chiliad, Albo. Guter Manus. Ihr habt gesehen, was diese Gashis gemacht haben. Jetzt frage ich euch, Hermanos, nach euren Rat. Glaubt ihr, die Gashis lügen uns an? Ja. Wer glaubt das noch, außer Sasa? Ich auch. Gut. Müssen die Sache mit Kanonen klären, dass die gesagt haben, das, was wir hergestellt haben, gehört denen. Wir fahren jetzt einfach einmal zu Kanonen und schauen, ob die da sind. Bueno? Si. Gut, dann alle kommt. Guten Tag. Einen wunderschönen. Wir wollten einmal eine Sache klarstellen. Was denn? Wer von euch hat zu meinen Leuten gesagt, dass die Sachen, die wir heute herstellen, euch gehören? Das weiß ich nicht. Kannst du mal nachfragen? Wer war das denn? Frag Jan, der war gerade neben Jan, keine Ahnung, wer das ist. Der hatte so blonde Haare gehabt. Asphalt. Nein, das war Asphalt, aber der ist ja gerade aufgestanden. Das war ja nicht heute, sondern gestern. War das gestern? Die sagen nein. Meint ihr den? So, Meint ihr den? Heute war ja, das. Genau der. Hallo? Asphalt, die sagen, du hast hier auf der Route heute abgezogen. Nee, ich hab doch mit Luca auf der Route geredet. Was hast du mit Luca auf der Route geredet? Also mir wurde gesagt, dass die Route halt SB, Dankeschön. Ab Freitag uns gehört. Freitag also, Nacht, das heißt, ja, also mir wurde halt so gesagt, dass es ab Freitag uns gehört und dass es halt die Abmachung war. Und dann halt habe ich den Loco und so weiter auf der Route gesehen und ja, dann habe ich halt mit dem geredet, habe dann gesagt, ja, so und so, was macht ihr hier? Aufgrund unserer Abmachung halt und ja. Mehr nicht, aber abgezogen war auf jeden Fall gar nichts dabei. Nein, nein, soweit ich gehört habe, sagtest du, irgendeiner, sagtest du, die Sachen, die jetzt hergestellt werden, gehören uns. Ja, halt aufgrund der Abmachung. Die Abmachung war jetzt nicht, Mr. Wittgen, war jetzt nicht die Abmachung genau, dass ab Freitag die Route uns gehört? Ich sagte, also, ich übergebe sie Freitagabend euch. Das waren meine Worte. Aber gestern Abend ist es wieder was anderes, dass die Route schon uns gehört. Nein, das ist falsch. Ja, das hat aber John Rees gesagt. Nein, hör mal zu. Es ging darum, Azrael hat mich angerufen und sagte, können wir vorher schon Leute, die da nicht hingehören, wegschießen. Ich sagte, no problema, könnt ihr machen. Das war's. Ja, dann war da eine Fehlkommunikation, weil John Rees meinte zu uns auf Kusch der Route, hier. Die Route gehört schon uns, ihr könnt machen, was ihr wollt. Hallo? Ihr könnt auch die Leute wegschießen. Und heute Morgen, als ich da war, auf dem Hersteller, meinte er auch schon, die Route wurde schon übergeben, vor einem Lokotoni. Was geht, Bruder? Alles klar, du. Nein, das mit gestern habe ich gesagt, um es euch zu vereinfachen, weil Azrael mich angerufen hat und gesagt hat, können wir schon mal schauen, dass da Leute, die nicht dahin gehören, wegschießen. Ich meinte, macht das. Aber dass sie heute zu uns kommt und sagt, die Sachen, die ihr heute herstellt, die gehören uns. Das hat er gesagt. Davon weiß ich nicht mehr was. Ich weiß nur davon, dass John Rees, also wir waren vorhin auf der Route, wo John Rees und Loco drauf waren. Und da hat John Rees dann auch gesagt, ja, das stimmt schon, weil Loco meinte, warum seid ihr auf der Route? Und dann meinte John Rees, das stimmt schon, Bitcoin hat die gestern abgegeben. Also das meinte John Rees heute noch. Niemals, darf ich dazu was sagen? Ja, klar. Hat er
Er hat gesagt, was der Bitcoin hat sie gestern abgegeben. Ja, genau, hat er so niemals gesagt. Niemals in meinem Leben hat er das gesagt. Fragen Sie ihn. Das glaube ich gesagt? Nicht. John Rees, John, niemals. Heute aber vielleicht meint er, dass er die auch gegeben hat für heute. Ja. Wir waren ja gestern schon da. Aber, worum geht es denn hier genau? Also Kusch, ich erkläre einmal, ja? Ja. Also mir wurde heute Mittag gesagt, ja, dass die Route ab Freitag uns gehört. Ja. Und dann haben wir halt Kali heute Mittag auf der Route gesehen. Ja. Bin ich halt da hingefahren, hab gefragt, ja, was macht ihr hier, so und so weiter. Meinten die ja, die Abmachung war halt erst für heute Abend. Aber mir wurde halt gesagt, dass das schon ab Freitag gilt und nicht für Freitagabend. Nein, die Abmachung war, dass wir die heute Abend kriegen. Erzähl richtig, doch die volle Wahrheit, dann du hast doch gar nicht so geredet. Warum redest du auf einmal jetzt anders? Was denn? Diego, warst du dabei? Ja, der hat doch mit mir darüber geredet. Ja, sag doch, wie hat er denn geredet, Diego? Ja, er kam auf die Route, meinte der, was macht ihr hier? Dann habe ich gesagt, war John dabei, da war Loco dabei, ein paar von unseren Leutmann dabei. Habe ich gesagt, ja, wir stellen her, bis die Übergabe ist, wenn Mr. Bitcoin da ist und euer 12er da ist. Okay. So, ja. Dann habe ich gesagt, ja, ist Azrael da? Der meinte, ja, der war schon heute Morgen da und hat gesagt, ich soll jeden hier wegschicken und die Sachen, was ihr gerade verarbeitet habt, und wir haben sehr viele Waffen hergestellt, wir hatten zwei Autos da, gehören uns. Waren seine Wortlaute. Dann wurden wir lauter. Habe ich dann gesagt, so warte doch, bis der 12er da ist. Wollt ihr jetzt wegen ein paar Stunden so ein Fass aufmachen, wo so oder so klar ist, wir sind nicht mal in Krieg mit euch eingegangen. So, wer uns interessiert die Waffenroute nicht, weißt du? Okay, und da war der auf Angriffsfuß. So, dann ist das eskaliert, also, dann ist das weggefahren. Sag nicht. Nee, eskaliert auf jeden Fall nicht. Also sei ganz ehrlich. Loco wurde doch laut, habe ich nicht Loco ganze Zeit gesagt, Luki hör auf zu schreien. Loco war doch der Erste. Loco warum war bist der du erste, jetzt lauter? Nein, lass mich mal ganz vernünftig mit dem reden. Loco war doch der Erste, der als ganz am Anfang lauter wurde, oder nicht, ne? Ja, deswegen habe ich doch gesagt, ja, Loco, entspann dich. Entspann dich, Loco. Ich rede vernünftig, Dankeschön, vielen Dank. Also ich war nicht auf Angriffsmodus oder sonst was. So, ja, du hast aber von unserer Familie die Waffen gefordert einfach. Warte, habe ich nicht am Ende gesagt, ja okay, wenn die 12er heute Abend dann wach sind, reden die miteinander. Wenn das dann der Fall war, dass wir schon ab Freitag halt, nicht Freitagabend, ab Freitag die Route hätten, dann ist das halt so, dass wir die Waffen, die ihr hergestellt habt, auch kriegen. So, was ja auch logisch ist. Aber wenn halt die Abmachung für Freitagabend war, dann war das ja euer Recht, heute auf der Route zu sein, oder nicht? Ja, aber du erzählst das gerade so lieb und so richtig diplomatisch und alles drum und dran. Ja, soll er das machen? Nein, cool. Nein, ganz kurz, lass mich kurz ausreden. Ja, soll er jetzt aggressiv das erzählen? Soll er jetzt wieder was anderes erzählen? Sondern die Sache richtig darstellen, wie das so da ja, war. Ja, weil du und sagst, du erzählst gefragt, das lieb. Ich wusste das hier, nicht. Soll das hier eskalieren? Willst du, dass es hier eskaliert oder was? Nein, du hast mich falsch verstanden. Sondern es gibt's nicht mit dem Wortlauten, sondern wie der das Ganze gesagt hat und wie seine Satzbildung war. Und der hat das ganz anders dargestellt. Okay, der sagt doch aber gerade, der wusste das nicht. Wenn er das nicht wusste, warum gibt er uns dann eine Forderung quasi indirekt zu sagen, ja, die Waffen, die ihr hergestellt habt, gehört uns jetzt. Weil es wurde gesagt, dass die Waffenroute euch gehört. Ab Freitagabend, genau. Ja, darum ging's doch nur. Okay, Kustim. John müsste jetzt gleich demnächst aufwachen. Ich frage ihn, ob wir alles hergestellt haben, dann komme ich vorbei und gebe euch die Route. Kein Problem. Okay. Kein Stress. Aber gestern, vielleicht hat er das verwechselt, weil gestern hat mich Azrael angerufen. Er sagte, Bitcoin, hast du ein Problem damit, wenn wir jetzt schon auf die Route gehen und sie kontrollieren und die Leute wegschießen, die nicht hingehören? Ich sagte, no, das könnt ihr machen. Wieso soll ich euch unnötig in die Länge ziehen? Ja, dann hat bestimmt Asphalt das gedacht, dass es für alle gilt. Aber der wusste vielleicht nicht, was es auch für euch außer für euch gilt. Ja, das kann sein. Ich habe jetzt eine andere Frage. Kustrim. Bitte. Du bist nicht verpflichtet, mir das zu sagen, aber ich habe eine ehrliche Frage an dich. Und ich habe gestern euch schon früher auf die Route gelassen, ohne Grund. Haben die Gashis hinter meinem Rücken hergestellt? Das weiß ich wirklich nicht, bitte. Ich habe gestern erfahren, dass die keine Waffen an uns übergeben haben. Auch nicht an... Ihr auch nicht an Mr. Jimenez, das habe ich. Senior Bitcoin. Was? Sie haben sie. Was machst du denn da, Mierda? Ich bin Gast von Frank gewesen. Aber stehst du die ganze Zeit schon da? Sehe die ganze Zeit. Dann komm doch her, wenn es um Gashis geht. Ich habe dich nicht gesehen. Ich wollte euch nicht stören bei eurem Gespräch. Nein, no problema. Ich kann euch auch sagen, wie die Gashis hinter eurem Rücken hergestellt haben. Sie haben uns versichert, dass sie, während wir Krieg führen, für uns Waffen auf der Route produzieren. Sie waren auf der Route, aber es sind nie Waffen an uns angekommen. Die einzigen Waffen, die an uns geliefert wurden, waren 30 Stück, die wir bezahlt haben. Wusste Walter davon? Er wusste davon, ich hatte mit ihm gesprochen. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Mich interessieren diese Gashis nichts. Ja, es sind auch zu viele gekommen. Schau mal, er hat bis jetzt gesagt, jeder ist ein Lügner.
Es sind, glaube ich, 9 oder 10 Leute plus 3, 4, 5 Bilder. Und er hat immer die Leute, die gekommen sind, ausgelacht und gesagt, das sind eh Lügner, das sind Lügner, die sind Lügner und die sind Lügner. Und ich weiß jetzt, was ich mit denen mache. Gracias, du hast was gut bei mir, Mendes. Okay, gut, Kurstrim. Weißt du was, scheißegal mir, ob wir jetzt fertig hergestellt haben oder nicht. Ich gebe dir über offiziell die Route. Ab jetzt halten wir uns von der fern. Die Waffenroute ist eure. Wenn ihr dann noch was zu tun habt, könnt ihr das gerne machen, bitte. Falls du mir das so sein sollte, sage ich dir Bescheid. Die hast du jetzt. Okay. Das ist jetzt eure Route. Ich würd gerne das mit einem Handschlag besiegeln. Kuschim, du weißt, was das heißt. Ah, die Handschlag haben wir doch schon mal gemacht, oder? Aber hier. Genau. Bitcoin. Wie funktioniert das? Wie eine Statue. Die dritte Statue. Eine zweite Statue. Ah, genau, ja. Mit Gefühl. Ja, ja. Und jetzt für den Moment. Bleib so stehen. Perfekt. Bueno. Okay, jetzt musst du den Handschlag trennen, Marek. Okay, Moment. Egal, jetzt schon. Da ist wohl jemand allergisch gegen Pommes. Puh. Okay, bitte, wenn irgendwas ist, wie gesagt. Ich gelobe feierlich. Patron. Achso. Gut, wir ziehen dann ab. Viel Erfolg mit der Route. Und wegen ich Waffen kaufen, Zukunft. Melden wir uns. Ja, das braucht ihr, glaube ich, nicht. Ja, für den Film. Alles klar. Aber doch, wir werden trotzdem kommen. Adios. Ja, alles gut. Dann würde ich sagen, viel Erfolg mit Gashis. Ja, die Armen hier da. Die Armen, ja. Die Armen. Aber ja. Die sind, ich sag dir was, bitte, die sind sehr hartnäckig. Das gefällt mir an denen. Sind sie, aber dieser Waldert hat auch einen dicken, dicken Schaden. Ja, das... Der ihn interessiert gar nichts. Er sagt einfach zu mir, was laberst du da? Es ist ganz, ganz mir da. Also den spucke ich gleich nochmal an, schnell. Und genau wegen solchen Leuten habe ich wieder mit Rauchen angefangen. Puh, ich hasse diese Stadt. Ja, mir da. Das ist das Problem. Wir sehen uns. Mendes, ciao, adios. Ciao. Gut, wir telefonieren, adios. Funk durch, sag denen, wir fahren zu den Gashis. Wir müssen jetzt einmal neu sortieren. Wir haben jetzt ein paar Bloodouts gehabt. Wir müssen ein bisschen die Familie wieder im Griff bekommen. Wir haben ein paar andere Familien, die wir uns kümmern müssen. Und ich glaube, das war auch genau die richtige Zeit, wo wir sie übergeben haben. Die 2 gegen 2 war geil, hat Spaß gemacht. Die ersten 1, 2, 3 Kämpfe haben die dominiert und danach haben wir eigentlich alles fast dominiert. Es war cool. Wir brauchen unbedingt einen Caller. Wir brauchen, Romanos, wir brauchen unbedingt einen Caller. Einen guten, festen Caller. Ja, wir sind dabei, einen zu suchen. Seid ihr? Ja. Wo ist Waldet? Hallo. Dort hinten. Er kommt. Hallo? Dass du Bescheid weißt, Hermano, dein Untergang ist jetzt 100%. Warum? Ich habe jetzt die 100%ige Bestätigung noch von Sergio Mendes, der mir gesagt hat, dass du alles getan hast. Ja. Und dass du ihm 30 Waffen auch verkauft hast. Ja. Und ich habe dir gesagt, ich war vor 1,5 Wochen herstellen. Und das war mit Sergio. Du hast ihm 30 Waffen verkauft? Nicht verkauft, der hat die bekommen durchs Herstellen. Du gibst jemanden von meiner Route Waffen? Das war zu der Zeit, wo ich keine Waffen bekommen habe von euch, ja? Ihr wolltet mir keine Waffen verkaufen. Ach so. Obwohl ich zu dir gekommen bin und dir 30 Waffen geschenkt habe? Nee. Ich habe dir keine Waffen geschenkt? 15 waren das. Aber ja, dafür war ich auch sehr dankbar. Aber dann rufe ich John an, jeden Tag, und der sagt mir, Bitcoin sagt, ihr dürft mir keine Waffen geben. Bitcoin darf mir keine Waffen geben. Und das geht so seit 3 Wochen. Ich weiß nicht, ob sie das mitbekommen. Warte mal, jetzt einfach so sagst du nebenbei, ja, wir haben das gemacht? Ja, das habe ich auch vorhin schon gesagt, dass ich vor 1,5 Wochen hergestellt habe. Das habe ich auch gestern schon gesagt. Aber du hast doch die ganze Zeit abgestimmt, dass du hergestellt hast. Nein, ich habe ihm gestern gesagt, ich habe vor 1,5 Wochen hergestellt und Akin erzählt falsche Sachen, weil das nicht vor kurzem war, sondern vor 1,5 Wochen. Aber was denn der Unterschied war? Gesagt. Wo ist denn der Unterschied, was vor 1,5 Wochen war und jetzt war? Weil Akin meinte, das war irgendwie gestern oder so. Ist doch scheißegal, vor 1,5 Wochen ist es doch genauso verboten gewesen für dich als wie gestern. Was interessiert mich das? Ja, natürlich war es verboten. Aber es ging mir darum, dass meine Familie keine Waffen bekommen hat. Was soll ich dann machen? Okay, Hermanos, komm mal ganz kurz zusammen. Bin ich dumm, Hermano? Bin ich dumm? Habe ich nicht zugehört? Hat der wirklich gesagt, er hat hergestellt, aber vor 1,5 Wochen? Ja. Er redet Müll. Wann hat er das gesagt? Gestern. Das habe ich gestern gesagt. Und ich schnauze dann, wenn ich mit meiner Familie rede. Wieso habt ihr mir das nicht gesagt? Wieso habt ihr mir nicht gesagt, Herr Bitcoin, der hat doch gesagt, er stellt her. Haben Sie mitbekommen? Okay, haben Sie mitbekommen, darum reden wir doch gar nicht. Das ist mir doch scheißegal, ob das gestern, vorgestern oder vor einer Woche war. Das ist doch genau das Gleiche. Ich versuch die ganze Zeit rauszufinden, ob die hergestellt haben. Ja, haben die. Gibt es doch die ganze Zeit irgendwie zu.
Und dann verplappert er sich. Ja. Ja, genug Fotos. Das liegt auf ich zeige ihm die Fotos, er sagt, das sind die nicht. Ja, das waren wir ich hole den Zeugen, er sagt, ja. Schnauze da hinten. Also das war nicht einer von uns absichtlich. Ich knall die gleich ab. Das war dann jemand heimlich einfach. Aber wo wir herstellen waren, das war vor eineinhalb Wochen. Und das gebe ich auch zu. Wenn ich herstellen war, gebe ich es auch zu. Aber dieses Foto, das sind irgendwelche Jungs, entweder die sich so gekleidet haben oder halt jemand, der das heimlich gemacht hat von uns. Ihr wart doch während des Krieges auf der Rotorbahn. Nein. Doch, also, darum geht es doch natürlich. Das hat doch Mendes selber gesagt. Wo wir mit Kanon gekämpft haben, wart ihr auf der Route mit Mendes. Wann hat der Krieg begonnen? Ist doch scheißegal wann. Ihr wart da, während wir abgelenkt waren. Wie viele Waffen habt ihr hergestellt? 200 Pistolen. Das stimmt nicht. Doch. 200 Pistolen? Ja. Und warte mal, und wieso hast du denn gelogen, als du die ganze Zeit gesagt hast, ich habe keine Waffen mehr? Haben wir auch nicht mehr. Wir hatten ja die ganze Zeit Krieg. Was? Schau mal, wann bin ich zum ersten Mal zu dir gekommen und hab gesagt, ihr habt hergestellt? Wann war das? Vor 2 Monaten? Nein, ich rede jetzt von der letzten Zeit. 6 Tagen, 7 Tagen? Ja, er meinte was vorher, habt ihr in 2 Tagen, 3 Tagen 200 Pistolen verloren? Wie willst du mir das erzählen? Wenn es 200 waren, es war mit Sicherheit viel mehr. Also warte. Wir haben ja nicht hergestellt. Wir haben vor eineinhalb Wochen diese 200 Pistolen hergestellt. Ja, genau richtig. Und ich war vor einer Woche schon bei dir, deswegen wegen diesem Thema. Ja, dann haben wir gegen Young Rectus gekämpft, dann haben wir gegen Rivera gekämpft, dann haben wir gegen Madellis dreimal gekämpft, dann haben wir gegen MOB gekämpft, dann haben wir gegen Grace gekämpft. Ja. Gegen Rivera habt ihr aber auch einmal gewonnen, wo du sagtest, ihr habt denen was abgenommen. Sky, dankeschön. Oder ja, Psycry, dankeschön. Grace. Wir haben gegen Grace ein paar Mal gewonnen, gegen MOB einmal gewonnen, gegen Madellis alle Kämpfe gewonnen, aber das ist ja egal. Schau mal, ich will, dass ihr mir alles zurückzahlt. Die 200 Waffen. Niemals im ganzen Leben 200 Waffen, nur ich bin noch nicht dumm. Wir machen 200, um sicher zu gehen. Und ich bin mir sogar sicher, dass du noch mehr hergestellt hast. Wegen 50er und so weiter. 50er haben wir wirklich nicht gemacht. Ah ja. Okay. Das war Waste. Wenn du sagst Waffen wirklich, dann glaube ich dir, Mann. Er war auch wirklich nicht auf Route. Ja, er war wirklich nicht auf Route. Wir machen einfach 1000 Pistolen. Nein, das ist zu viel. Ja, klar. Dieses Geld habe ich nicht. Und ich hab das, wie viel sind 1000 Pistolen, Armana? 15 mal Millionen. 15 Millionen. Meine Autos du wolltest 30 dafür. Millionen bezahlen, um mir eine Route angeblich zu schenken. Ja, erzähl Autos mir verkauft, keine Scheiße. Du verstrickst dich die ganze Zeit. Nein, ich guck mal, Bitcoin. John hat dir einfach nichts erzählt, das war das Problem. Ich weiß nicht, warum ich mit John 2 Stunden geredet hab, aber er hat einfach nichts erzählt. Kein Wort. Er hat nichts gesagt, über was okay, wir weißt du was? Haben. Gib mir deine Autos, die du verkaufen wolltest. Nein. Gut. Da siehst du was kein Grund mehr, ich würde sie niemals nehmen. Niemals. Nein, aber ich hab dich einfach komplett widerlegt. Du verstehst das aber nicht. Hör auf mich zu duzen, du Haufen Scheiße, mir. Okay, hör auf mich zu duzen, du Dreck. Okay, sieh. Guck mal. Wäre das alles nicht passiert mit dem Abknallen. Er hat einmal meine Waffe wieder gewechselt bei mir. Er duzt mich wieder, Bruder. Er duzt mich einfach wieder. Er hat einmal Waffe bei mir gewechselt wieder. Hast du überhaupt diese Waffe benutzt, die du von dem abgezogen hast? Normal, ich habe sie im RP genommen von ihm. Darfst du? Bruder, ja normal, hä? Ich nehme die Waffe von ihm weg. Hola. Geht es Ihnen? Ja, estoy bien, gracias für die Hilfe. Gerne. Kümmere mich mal um den nächsten eben. Warum hört sie sich so nett an, Digga? Ja, dann macht. Die ist noch neu. Voll die Liebe, ja. Später ja, hebt sie dich hoch und ist alles gut. Gut, verpiss dich. Verpiss dich nichts. 57. Medic drinnen liegen noch Leute. Ah, okay. So, Armano. Wie viele Waffen haben die gerade gehabt? Der Patron hat auf jeden Fall von den eine dicke Kiste. Wissen wir noch nicht, genau. Eine dicke? Ah, hier, eine 50er. Na, 50er natürlich, Kaliber. Natürlich. Ich weiß nicht, von wo. Der hat doch die ganze Nacht damit gefightet, ne? Dass er sich. Wirklich? Also, ja, die ganze Zeit auf der Bev. Soll ich nach vorne gehen? Dass er sich überhaupt traut, noch was auszulagern. Bitcoin, ich bin vielleicht. Mr. Bitcoin. Nehmt die mal alle aus, Herr Manus. Mr. Bitcoin, ich bin vielleicht jemand, der hinter Rücken Sachen macht, aber ich werde niemals meine Leute verkaufen. So, geh mal zum Garten. Du hast deine Leute verkauft, Herr Manu. Nein, hab ich nicht. Doch, ich sag dir auch wieso. Du sorgst mit deiner Aktion dafür, dass ich jeden Tag deine Leute niederschieße. Das heißt, du hast sie verkauft. Du denkst, du schützt deine Leute, indem du vielleicht 2 Leute von mir niederschießt und der Rest schießt euch nieder. Du schützt damit einen Scheißdreck. Hola. John! Erzähl mir mal, wieso
die ganze Schuld bei dir liegt. Bei mir? Ja. Es geht einfach darum, dass John ihm nichts erzählt hat vom Gespräch um 8 Uhr morgens. Weil wir dazu auch noch nicht kamen. Am selben Tag haben wir doch noch geknallt. Ja, aber ich meine, das war dann schon 20 Uhr oder so. Nee, aber das hat doch nichts damit zu tun, Waldet. Das hat ja nichts damit zu tun. Hätte ja von Anfang an schon erzählen können, was ich vorhatte eigentlich. Dann wäre das alles. Du meinst, dass du mich darum gebeten hast, dass das niemand mitbekommt? Außer Bitcoin und nur seine Ohren. Ja, genau. Das ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Ja, bitte auf die Seite ein bisschen. Aber selbst wenn, Waldet, weißt du selber, dass trotzdem, dass jeder erzählen kann, wie er will. Die Tatsache ist, dass es Bilder von dir gibt auf dem Hersteller. Das ist voll scheiße so. Dass es Informationen von Sergio Mendez gibt, die mir selber gesagt hat, dass ihr für die hergestellt habt. Die hatten vier Waffen. Wer hat für dich hergestellt, wo ihr mit Kanonen Krieg hattet vor einem Monat und eineinhalb Monaten? Das ist korrekt. Aber du hast doch gerade Kanonen hergestellt, oder nicht? Ja, aber trotzdem. Aber du hast es wieder getan. Aber du hast es doch wieder getan, Waldet. Darum geht es. Komm mal her. Warte mal. Hört mich jemand bei dir? Nein, das ist mir auch egal. Es soll jeder hören. Sei mal ruhig. So. Machen Sie so, dass jeder es hört, bitte. Nein. So. Doch, ich will so. Jetzt hörst nur noch du und wir beide hören uns jetzt nur noch. Das war's. Nein, das ist Quatsch. Will, du kannst deinen Namen reinwaschen, indem du bei Kanonen herstellen gehst. Heimlich. Ich werde nie mehr irgendwo heimlich herstellen. Das hatte alles einen Grund für mich. Bei Kali hatte ich einen Grund, weil ich keine Waffen bekommen habe. Ich werde nie mehr sowas machen. Ich wie sollte ich meine Familie... Direkt Kustum angerufen, gesagt, da wo die auch komplett niederschießen. Okay, ich habe mich entschieden. Hiermit seid ihr am Arsch. Aber sowas von am Arsch. Ihr könnt mir glauben, Hermanos, ihr seid richtig am Arsch. Ich werde euch so brechen, das könnt ihr niemandem erzählen. Nein, Hermanos, was hast du gerade gesagt? Wer war das gerade? Der mit dem blauen Hut, der redet schon die ganze Zeit. Komm mal her, blauer Hut. Komm mal her, mein Sohn. Was ist los mit dir? Du hältst die Fresse. Ich rede gerade mit dir, also antworte. Und wenn du sowieso nicht reden willst, dann scheiß drauf. Okay, Hermanos, hört mal zu. Ihr nehmt euch jeden Einzelnen von denen. Nehmt euch, macht euch bitte die Mühe. Fliegt die rüber zu Caio Perico. Lasst die gefesselt und dann sollen die selber wieder herkommen. Okay, Mr. Wissler, wenn Sie diesen Spielchen anfangen wollen... Was ich mit dir machen werde, Alter. Was hast du gerade gesagt? Was hast du gerade gesagt, Mirda? Was willst du machen? Was ich mit dir machen werde, du Kleiner, der du bist, Alter. Pass mit auf. Mit mir, was willst du machen? Auf. Ja, du wirst sehen. Was willst du mit mir machen? Was? Du wirst... Was? Wallah, das glaube ich einfach nicht. Genau den letzten Schlag, den ich aufhören wollte. Okay. Heb den mal auf. Ja, alles abnehmen, alles abnehmen. Okay, warte, wir fliegen die alle, Hermanos, ich will die alle auf Caio sehen. Jeden einzelnen von denen. Die nicht, Fesseln gehen weg, ne? Lass das mal John Lehr machen. Wie? Wenn man die trägt, gehen die Fesseln weg? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt weg ist. Nein, das ist nicht so. Wir kontrollieren auf Caio nochmal, Hermanos. Andale, wir fahren alle zu Caio. So, bereit machen zur Landung? Ist der Bitcoin? Ja. Hallo? Hallo? Ist der Bitcoin? Ja, mach das doch gut, chill doch. Digga. Also ich habe noch kein Testament oder so geschrieben. Oha. Ja, alles gut. So, schaut nach, ob die gefesselt sind. Lass die direkt hier raus. Entfesselt uns doch wenigstens. Die Fresse, Mierda. Die sind gefesselt. Sieht nur so aus, als wären sie nicht gefesselt. Hebt mal eure Hände hoch, sofort. Hände hoch. Kann ich eins, nicht fesseln. Wie soll man nicht? Kann man nicht. Wie soll ich? Versager. Was machen die da jetzt? Oder glaub mir, die brauchen jetzt locker 40 Minuten wieder zurück. Wie? Ja, die müssen schwimmen. Nein. Natürlich. Was denkst du, warum die sauber? Oder, da, guck mal, sie nieder zu schießen bringt gar nichts. Ja, ich weiß. Nichts. Ja. Ich muss sie erziehen jetzt. Was soll ich machen, Digga? Ich muss sie erziehen, Digga. Eher eine Stunde und. Können die aber gefesselt schwimmen? Guck mal, da ist der nächste Flugzeug. Ja, die können so schwimmen. So. Das ist hart, Digga. Also Beintraining für heute ist auf jeden Fall sicher für die? Ja, Bruder. Safe. Er kann danach Olympia mitmachen bei Beintraining. Was machen die das hier? Die laufen. Wohin aber? Wohin laufen die gerade zusammen? Hä? Geh mal nach. Wir sind immer noch gefesselt. Wir haben keine Fesseln, du...
Du kannst, du brauchst nicht. Keine. Nein. Es ging nicht, Mann, Alter, Gentrum, wie lange du bist du hier im Start? Keine, wie lange bist du hier im Start? Ich hatte auch letztes Mal keinen und konnte entwürfen. Ist so, das geht, Bruder. Aber ja, ich habe auch gerade versucht, nein, es geht nein, nicht. Nein, das geht nicht. Was labert du für eine Scheiße, Jungs, Mann? Das ist so sauer, Digga. Sawi, sawi. Das ist was anderes. Sawi, sawi, Digga. Wir haben, Digga. Bist du entfesselt, Jessica? Ja, ich bin entfesselt. Dann frag mich mal bitte. Ja, warte. Die wurde. Die da war ist doch ein Bootshaus, Jungs. Lauf zum Bootshaus. Ey, ey, ich hab. Ich hab doch Boot. Ich hab auch Boot, aber. Komm bitte, die kommen da nicht hoch. Da gibt's keinen Weg. Die müssen jetzt die ganze Zeit. Guck mal, einer wird gleich runterfallen. Was hab ich dir gesagt? Okay, müssen schwimmen, ja. Bis jetzt war noch ein bisschen Hoffnung da. Warte, da vorne ist so ein Anker. Ja, 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 geht zum Anker. Das ist eine Bootsgarage. Zeig mal den Anker. Die haben keinen Bock mehr auf ihr Leben. Aber sie hat gesagt, ich hol dich gleich ab. Wo ist die Frau? Geh mal gucken, wo die Frau ist. Wo ist sie? Das war die Einzige, die ein bisschen Kopf hatte. Das stimmt. Töte den NPC. Kannst du den entfernen? Na voilà, wenn die holen, sei denen gegönnt, Digga. Ich fahr ein bisschen hier rum. Ihr seid ja immer noch hier. Ja. Steig auf, ich fahr dich hin. Dankeschön. Sicher? Ja, natürlich. Okay. Mhm. Okay. Ja, aber... Ich meine, irgendwo hat er auch recht, ne? Also das macht schon Sinn, was er macht. Aber wiederum, uns alle fesseln ist, finde ich nicht so gut. Komm, bist du auf der Seite. Komm, schnell. Oh mein Gott, die haben mir recht gegeben. Ja. Eiskalt. Die Erziehung schlägt an, hä? Sabitka, nennen Sie mich? Ja. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass wir momentan keinen Dollar haben. Und ich würde das Ganze gerne wieder übernehmen, wenn Sie mir Ihr Vertrauen geben, ne? Du meinst als richtiger Hauptcaller? Wie damals, so. Also ja, ich würde mein Bestes geben, Alter. Solange sie mir ihr Vertrauen geben, gebe ich mein Bestes, ja. Und du denkst, du kriegst das hin? Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall, ja. Ich hoffe, ich krieg das. Aber mit den Leuten hinter mir habe ich nicht kein schlechtes Gewissen, ne? Du meinst kein schlechtes Gefühl? Gefühl, ja. Dankeschön. Gefühl. Bist du dann aktiver als damals? Ich bin eigentlich immer da, eigentlich so gut es geht, Mr. Bitcoin. Ja, du hattest also eine Zeit, sehen mich wo vielleicht du ein bisschen nicht wenig viel. Sie sehen vielleicht nicht, also ich rede halt nicht viel. Das ist jetzt ein bisschen, ich rede auf jeden Fall weniger. Aber ich bin eigentlich so gut, es geht immer da, ja. Okay, holt mal die Familie zusammen. Verantwortung. Kommt mal alle hier anwesend. Mr. Bitcoin? Sie? Ich weiß nicht, ob das unpassend gerade ist. Ich habe hier jemanden und Maria kann ja ein bisschen mehr darüber reden, wenn Sie wollen. Maria? Ja, also das ist Alucard, oder? Alucard, ja, und ich würde den gern hier haben, beziehungsweise würde ich gern vorstellen. Was? Alucard? Alucard. Und Kann er reden? Kannst du reden, Alufaule? Ja, kann reden. Hören Sie mich? Ich höre dich. Red laut. Soll ich vor Sie treten, oder? Am besten schon, ja, aber nicht auf mich treten. Nein, nein. Also, mein Name ist Alucard Messina. Ich würde mich gerne hier bei Ihnen vorstellen. Hä? Ja, ich bin 20 Jahre alt und kenne hier Maria, weil sie halt meine Schwester ist, und Diego. Diego? Diego, du kennst ja. ihn? Ja, ja. Was hältst du von ihm? Ich sag Ihnen ehrlich, ich war sehr lange in einer Familie drin gewesen. Welche Familie? Das, da, wo Maria herkam. Und die haben sich ja damals aufgelöst, und ich sag Ihnen wirklich, es kommt immer bei, auch wenn eine Familie kacke ist, Mr. Bitcoin, da sind immer ein paar Leute, die sehr gut sind. Ne? Unter anderem, ich war ja auch ganz früher bei Diaz Cartel, vor knapp 2 Jahren. Und bei denen sehe ich das auch wieder, und halt Maria kennt ihn ja viel besser, und wir hören ja auch auf unsere Schwester, die im Kali ist. Ne? Deswegen haben wir gesagt, der kann sich bei ihnen vorstellen. Bei welchen Ballers warst du? Von den Ballers von Dumm? Ja. Von wirklich? Dumm. Ja. Boah, ich kann mich noch erinnern, da einen Kampf hatten wir mal, der ging, glaube ich, 40 Sekunden. Das war auf der Playboy anwesend. Kannst du dich daran erinnern? Das kann gut sein, ja. Ich hoffe, du sagst mir, du warst an dem Tag nicht da. Können Sie lauter reden, bitte? Ich glaube, ich war nicht da, ne. Ah, tut mir leid, Eli. Kennt jemand von euch hier Alufolie? Alufolie? Kennt niemand? Alufolie, nur vom Hören, ne? Ach, zum Alufolie. Ich auch vom Hören. Ja, nein, nicht von Toxic. Ist gut mit Tachtach. Wirklich? Erzähl mir etwas über dich, Alu. Was genau wollen Sie denn hören? Das Erste, was ich von dir hören will, Hermano, ist, wie eine Kugel deine Pistole verlässt. Litecoin, du schießt. Wir machen bis 3. Alucard,
geht. Er hat nicht mal einmal gezögert, Mr. Bitcoin, haben Sie gesehen? Nicht mal gesagt, dass er nervös ist. Nichts. Okay. Bringt ihn aber nichts, weil er gleich liegen wird. Ich werde so liegen, Digga. Zwei Schüsse, sage ich. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wecke lieber Burger ein. Also 1 gegen 1 ist so dumm eigentlich. Und verunsichert nur die Leute und das war's. Siehst du, wie er Speedboost hat, das ist so schwer, ja, also dieses Teleporten, siehst du das? Ja, wie macht er das? Oh mein Gott. Wie macht er das? Das ist so eine Tastenkombination. Kein Problem, Hermano. Beruhig dich, Alufo. Aluka. Oh, jetzt macht sie eine Ansage. Oh! Oh! Was? Wie, Digga? Oh mein Gott. Wollen wir noch einmal? Mit Fuffi. Okay, du machst Mr. Bitcoin, das ist unfair, ne? Was denn? Jeder von uns würde gegen sie verlieren. Wieso? Ja, weil das ist gut. Okay, komm mit Fuffi. Sie sind so gut, Mr. Bitcoin. Mach gegen Litecoin. Ein Litecoin ist scheiße. Mach, bitte, ich will sehen. Oh, wie macht er das? Entspann dich. Kommt mal zusammen jetzt, komm mal hoch hier. Digga. Mr. Fight, Mr. Bitcoin auf Bave. Ich würde gerne den VAR abgeben. Oder Backstep oder so. Mach Cheat wieder aus. Hast du schon wieder ausgestellt oder Bave? Nee. Du musst Aimasters wieder ausmachen. Bisschen Aim. Komm her, Alu. High Five. Doppeltes High Five. Oh, okay. Na gut. Schau mal, also ich bin ja nicht der Maßstab. Es sind ja nicht alle in der Liga, in der ich spiele, verstehst du? Deswegen, ja, sie haben auch eine eigene Liga. Richtig. Das ist die Bitcoin-Liga. Burger-Liga. Manchmal schieße ich so Mierda, dass die Leute denken, ich sehe rote Skelette. Verdammte Scheiße, nochmal Mierda, wie sitzt du da vorne? Mach mal deine Beine zu! Jenny! Jenny! Das ist Jenny. Das ist eine Frechheit. Nee, Was er geguckt? Ich bitte dich, das hat er nicht. Das ist sehr sus. Keinem ist es aufgefallen, außer ihm. Ja, weil ich vielleicht gegenüber von dir sitze, Sasa. Naja, also auf jeden Fall. Jenny! Uyo! Wer ist denn das? Ey, Mahon. Mahone? Mahon. Waffen, ich sag einfach Waffen in den Kopf. Ja, genau. Wie kann man so Pech haben? Wie kann ich treffen? Ich verstehe es nicht. Wenn ihr wisst, mir oder ich habe einfach 8000 DPI oder Beste. So. Okay, also Alu, erzähl mir mal eine schöne Geschichte von dir. Eine freudige, süße. Und komm mir jetzt nicht mit, mein Kater ist voll süß. Also, lebensverändernde, eine wunderschöne Geschichte. Meine schönste Geschichte war, ich komme aus relativ ärmlichen Verhältnissen, würde ich sagen. Also nicht so gut und als ich mit meiner Familie das erste Mal in Urlaub geflogen bin, ja. Ich hab dir einen Scheiß Deck zu! Du hast! Hallo, rede nicht mehr. Wait, you. Oh, Lord. Der Hässliche. Hallo. Oh, Lord. Hört auf, Mann. Was soll ich erzählen? Was Schönes aus deinem Leben? Gib mir Blatt. Alter, das ist keine Blatt, Ahnung, was ich mal kennengelernt habe. Mal gucken, was es außerhalb mit Bitcoin dazu sagt. Überall. Ja, kannst du mal versuchen, mit Bitcoin-Stimme zu reden? Mit Bitcoin-Stimme? Schwer, Bruder. Hallo, schwer, da. Schwer. Ich bin Mr. Bitcoin. Es kann nur ein Mr. Bitcoin. Halt die Fresse, du Fotze. Hier liegt die Schlampe. Oh, wann hat er das denn gesagt? Er darf das. Okay, erzähl mal eine traurige Geschichte. Traurige Geschichte, ja. Als ich eines meiner Familie verloren habe, ja. Wem genau? Meine Oma. Ich will, dass du ihn fragst, wie viel er wiegt, wenn er zurückkommt. Und du schon ich hab nichts gemacht, Wallah, ich hab mich voll zusammengerissen. Was dieses Mal. Du musst ihn fragen, wie viel er wiegt. Oh, okay. Ein Getränk hier? Direkt nach ersten Satz. Wenn nicht, kommst du nicht. Nein, alles klar. Wie viel wiegen Sie, Mr. Bitcoin? 130, 40, 50. Oh.
Achso, du meinst hier? Stabile 80 mehr da. Nein, bueno, okay. Ich schau mal. Wer hat, hat jemand was dagegen, wenn er zu uns kommt? Nein. Ich will, dass ihr jetzt offen und ehrlich sagt, Hermanos. Okay, nicht, dass nachher jemand einzeln zu uns kommt. Okay, bueno. Ich muss aber noch eine Sache sagen. Also ich habe noch Fußfesseln. Also 4 Tage. Okay, bueno. Ey, hier wird geschossen, ne? Sind das diese Gashis? Ich glaube, diese Gashis. Wer? Ja, sind vorne. Base Red. Verteilt euch. Gott. Nein, Satz! Hab einer. Hab noch. Dieser dreckige Digga. Sag ich ehrlich? Oder ich hab die von diesen Typen weggenommen. Natürlich schieße ich damit. Seid ihr nicht im Funk drin, ne? Jetzt geh ich im Funk. Ey, schalt hinten, ne? Ey, hinten ist der halt. Maria, hinter dir. Tür. Oh mein Gott. Oben, geh da weg, die. Oder ich bin stuck. Die sind oben, kannst du schon. Wo sind die? Sehr schön, Salva, sehr schön. Da, ey, Bruder, einer muss Dach spielen. Beim Löwen ist noch einer. Lass hinten rum rauspushen, komm, komm, push, Bruder, wir kommen nicht raus, wir sind stuck mit 4 Leuten. Scheiß drauf. Wo sind die denn? Hinten. Dach, Bruder, Dach ist gerade wichtig. Ja, komm, wichs den weg. Komm, guck mal. Hau den kaputt da oben, Junge! Fick den mal da oben! Komm, push raus! Einer liegt! Noch einer! Komm, mach den weg auf Dach! Oh! Ey, ihr müsst links halten, ne? Nora und Jenny? Ja, von links, ihr müsst links. Warte. Ich versuch auch. Knallt den Dreck unter Weinwurzschild! Haltet rein! Halte! Weiter! Warte, der ist low! Schieb nicht! Bei uns Richtung Garage! Komm mit mir einer mit! Digo, schieb nicht, der ist irgendwo links. Schmeckt auf jeden Fall auch lecker. Ich seh den nicht. Der ist irgendwo links von dir, der wird links hochgehen oder so, bei dem Silo. Siehst du den Digo? Der ist hinter diesen Dingen. Der ist hinter Silo, der rennt runter. Der ist jetzt links hoch auf Berg. Guck mal, links hoch, der geht links hoch auf den Berg, Digo. Ja, ich seh nicht, 1000 Büsche, Bruder! Rechts, das ist rechts über dir. 2 sind unten, so in der Garage. Ey, Nora, lebt ihr noch, Nora? Oh, das war so knapp, ne? Haltet links. Ey, Alpi, halt mal kurz bei mir, Diego, der wird über dir kommen, Diego. Ja, ich lauf von unten. Warte, geh weg. Diego, renn rechts, wo bist du? Wir rennen jetzt über rechts. Ja, ich komm. Kommt ihr mit, wo bist du? Hast du Fuffi, Alpi? Hä? Ich hab, warte. Der Mann, lass mal auf Buddy gehen, wenn wir den sehen. Irgendwo ist einer. Geh auf Buddy direkt. Ich hab auch Fuffi. Nimm Fuffi nur auf Buddy, Bruder. Weil wer weiß, oder? Warte. Oh mein Gott, einer von den einen rein. Ich hab den einen von Red Peak. Nee, doch. Komplett Red Peak hab ich. Warte. Leica, mach nichts Dummes. Wer lebt noch alles? Ich lebe noch. Diego, komm mit vor uns, Diego. Hab ihn, Junge! Weg ist hier! Da ist noch einer. Halt, wir können klettern. Ja, komm mit. Wir klettern jetzt. Legion. Hey, wo seid ihr denn? Wir sind außen. Hey, Diego, warte mal, von links hat einer geschossen. Wo, links? Ich geb dir Rücken. Ich geh rüber, ja? Anwesend durch. Ja, warte. Kletter rüber. Kommt von hier. Ah. Okay, fahr du mit Auto. Ey, wo seht ihr da noch irgendwelche? Ja, wenn die in der Garage sind, ich hab Baba Posi. Chill, gib noch nicht rein, vertraut mir, diesen Dreck weg. Warte, bitte, vertraut mir, eine Sekunde nur. Ich warte, bis ihr da seid. Fahr noch nicht rein, ich hab einen Baba Posi, ich schuld dich von Red Peak. Chill. Ich hab einen Baba Position, eine Sekunde nur. Ey, wir fahren runter, ne? Ihr müsst hinterher. Ja, alle hinterher. Geht direkt dahinter. Geht komplett hinten. Der ist hinter der Säule. Von rechts. Ey, ich hab draußen einen gesehen. Draußen vor Tor ist auch noch einer langgelaufen gerade. Ey.
Hafenportal von einer. Hab ein. Stark, sehr stark. Das war der letzte Fuego, danke dir. Fuego. Bueno, wenn die alle nichts haben, Hermano, schick die wieder nach Cayo. Setz die dort ab. Und gefesselt lassen. Wie ist jetzt Igu eigentlich, der bei uns ein bisschen zerbrennt? Aber können wir nicht schwimmen, ne? Was sagst du? 12er Igu. Gefesselt können wir nicht schwimmen. 12er Rang, Franco, Igu. Irgendwelche Leute, Leute, glaube ich, bei uns rein. Ich hab keine Ahnung. Du musst mal Funk rein und raus. Nein, tut mir leid. Was könnt ihr nicht? Down now, danke. Gefesselt können ich nicht schwimmen. Oh nein, das tut mir sehr leid. Aber ihr seid wenigstens zusammen, versteht ihr? Ja. Wollt ihr nicht nach Cayo? Nein, nein, nein. Boah, das ist aber, Mann, das gibt mir einen Grund, das extra zu machen. Dann weiß ich ja, dass es euch nervt, verstehst du? Wir können ja was Neues ausprobieren, nicht? Wird ja langweilig, immer Cayo. Ja, okay, wo wollt ihr diesmal hin? Jungs, bleibt mal ernst. Sagt es mir, Mann, wo wollt ihr hin? Anwesen. Würfelpark. Zu Hause. Wisst ihr was? Ihr könnt von hier losgehen. Lauft. Danke. Danke. Das haben die sich nicht verdient, hätte ich sie jetzt dahin gepackt. Hä? Die haben wie Familie angegriffen. Ja. Hätte ich jetzt so rüber, hätte ich geschockt. Na, die haben das war auch geil, Bruder, dass sie trotzdem gekommen sind und sowas. Das ist geil. Das meine ich, ja. Also brichst du die nicht. Ach, Chat, ihr lasst mich in Ruhe. Ihr wisst ganz genau. Ich mache immer harte Ansagen so am Ende. Da, guck mal, wenn die so eklig wieder gekommen wären oder so, okay. Aber die sind wie Männer gekommen, haben wie Männer verloren und dann sollen die wenigstens von hier zu Fuß gehen hauen. Was für OG von wieder, komm in die Route und ich schieß euch nieder. Ihr tut dann auf Krieger, wie hieß nochmal der Zwölfer? Sowas ist doch kein Leader. Die Staatsmacht denkt, sie hat ne Chance, doch wir setzen sie in Trance.